Hier in diesem Projekt versuchen wir, eine Seifenblase einzufrieren. Für dieses Projekt brauchen wir 15 Gramm Zucker, 50 Gramm Wasser und 20 Gramm Geschirrspülmittel. Sobald wir alle Zutaten haben, vermischen wir sie. Nächster Schritt ist, einen Draht zu nehmen. Egal welche Form man macht, es wird immer eine Kugel entstehen. Legt nun vorsichtig eure Seifenblase auf den Draht. Jetzt legt ihr eure Seifenblase in den Gefrierschrank. Jetzt könnt ihr zusehen, wie eure Seifenblase zu Blitzeis gefriert. Das ist unser Ergebnis. Hier ist schon wieder ein Loch, ein kleines, hier oben. Jetzt ist sie leider geplatzt. Hier haben wir auch wieder ein schönes Exemplar. Schaut doch schön aus.